Hallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer kleinen, feinen Runde. The Hunter, Call of the Wild. Ich bin nicht alleine, ich habe den Chris und Tütchen da. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Genau. Wir spielen die neue Map. Oh Gott. Ja, wir sind auf jeden Fall in. Oh Mann, ich hab hier Ton noch an. Das ist die neue Map in Spanien. Und ja, es gibt neue Tiere, neue Umgebung und was weiß ich. Wir gucken uns einfach an. Chris, hast du irgendwie eine Ahnung, was für eine Tiere hier neu sind? Steinbock gibt's. Es gibt iribischer Wolf oder sowas. Oh. Ja, neue Wolfart. Muffel. Also Schaf. Ja. Und ja, Wildschwein, Reh. Rothirsch und was war das noch? Mensch, ich habe gerade Wildschwein hier bei mir. Ist Toni vor dir oder was? Ich habe gerade Wildschwein erlegt. Ich grüße erstmal alle, die da sind. Oh, das nächste Wildschwein erlegt. Ja. Läuft. Läuft wie ein Länderspiel, also Freunde. Ich grüße erstmal alle, die da sind. Ihr könnt natürlich mit hier raufkommen. Es sind noch für 5 Leute Platz. Ist wieder Multiplayer offen. Wir gehen erstmal rein und holen uns einmal die Wildschweine. Und dann gucken wir uns mal die Karte ein bisschen genauer an. Die sieht ja schon echt geil aus. Also man muss wirklich sagen, also die Jungs, die hier dieses Spiel programmieren, die haben es echt drauf. Also dieses Feeling ist enorm geil. Also kommt dieses Jagdfeeling auf jeden Fall gut rüber. So, hier, Schwein. Ja, nicht ausstopfen. Nicht aufheben. Schön wegeliminiert. Das läuft doch. Es gibt auch eine neue Waffe. Ach stimmt, eine neue Waffe gibt es auch. Grüß erstmal alle, die da sind. Und wir werden uns mal ein bisschen hier auf die Weg bewegen, dass wir hier dieses Häuschen absuchen. Da, wo... Kann ich das irgendwie anklicken? Ach, Tütchen ist da. Tütchen ist da. Ja. Na, da, wo du da bist, da will ich hin. Ja, ja, komm her. Soll ich dir helfen, dabei hierher zu kommen? Nein, das schaffe ich schon. So. Ach, Lukas guckt noch ETS 2 Livestream. Was für ein ETS 2 Livestream? Hä? Ja, heute ist einfach nur ein bisschen hier chillen, ein bisschen angucken und ja, ein bisschen genießen, ne? Reise hier. Ganz viel Flieder ist hier in Spanien. Und mal gucken, was für Maps die noch alles so bringen. Ich finde ja auch diese russische oder diese Eismap ein bisschen, die wir das letzte Mal gespielt haben, sehr interessant. Weiß ich nicht, ob ich hier durch so ein Feld latschen soll. Dass mich hier irgendwie ein Schweinchen angreift. Das wirst du schon merken. Ich habe Angst. Da macht man ordentlich Krach. Ich habe neben 800 Meter noch zu laufen. Naja, da hinten hat schon wieder ein Schweinchen geschrien. Ja, gut. Ihr habt ja auch schon geschrieben, die Promos ist wieder draußen, aber die neue Regionen, die funktionieren da noch nicht so richtig. Oder besser gesagt, da kann man gar nicht langfahren, wenn man die Promods hat. Oder muss man die deaktivieren, die neuen Gebiete? Oder wie geht das? Oder wird das überschrieben? Wird einfach nur überschrieben. Wird einfach nur überschrieben. Ja. Also wie bei der 2.42, so sieht es so aus. Ja. Hat sich nichts geändert. Gut, alles klar. Hätte ich aber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und deswegen, ich werde mir bestimmt die Promods dann runterladen, wenn es wieder geht im Multiplayer. Vielleicht wird es dann auch überschrieben oder es wird dann angepasst. Weil ich möchte schon, dass es irgendwie ja, integriert wird. Aber wir haben ja da erstmal genug zu fahren. Wir warten mal ab, wenn die Promods wieder Multiplayer tauglich ist, dann bin ich wieder am Start. Ja, dann gucken wir da mal wieder los. Ich will dich echt ungern unterbrechen, aber ich habe eine ganze Horde Rehe zu dir gescheucht. Ja, das ist gut. Ich habe wachsames Auge. Kann auch sein, dass sie abgedreht sind, aber ich glaube eher nicht.
Wie es dem Maximus geht, mir geht's gut. Ihr zockt auf PC, oder? Ja, wir zocken alle nur auf PC. PC only. Ah, das sieht aber auch geil aus. Ich weiß gar nicht, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Konsolen ist, ob das dieses Jahr noch für die Konsolen rauskommt oder schon auch für die Konsolen erschienen ist. Ich weiß es nicht. Heute ist ja der Tag, wo Transport Fever erschienen ist. Tütchen, hast du das Spiel? Nee. Ist nur für dich, ne? Na doch, wäre schon was, aber wenn es Multiplayer spielbar wäre. Naja. Finde ich nicht so cool. Ja, das wird auch nicht Multiplayer tauglich. Vielleicht durch die Mod-Community, aber vielleicht kann ich da was machen. Ja, wir haben schon mit Chris vorhin gesagt, wenn das halt so wäre, dass jeder so sein eigenes Städtchen hätte, so wie bei Anno, weißt du? Ja. Nur halt auf Schienen so, dass du dann halt untereinander ein bisschen kauschern kannst und so. Und das wäre halt geil, aber es geht ja leider nicht. Chris, hast du Transportfieber? Ja. Gut. Nee, Tütchen brauchst du noch nicht kaufen. Nee, mach ich auch nicht. Nee. Ich habe mir erstmal wieder ein paar Mods runtergeladen und dummerweise habe ich dann meinen letzten Spielstand gelöscht. Erin, grüß dich, Robert. Grüßt euch, Frank ist auch da. Tizian. Dani ist auch da. Grüße gehen raus. Aha, auf PS4. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann mal Crossover wird. Bei PlayStation ist ja mittlerweile so, dass die langsam ja ihre Sachen ein bisschen freigeben. Auf Druck der Community. Und jetzt muss man halt mal schauen, was da kommt. Ne? Vielleicht wird es irgendwann mal auch für die Konsolenspieler. Ist halt nur ein kleines Team hier, was dahinter steckt. Aber sieht halt richtig gut aus. So, da unten ist das Häuschen. Da will ich hin. Es erinnert mich so ein bisschen an Battlefield. Ich weiß auch nicht. Da kommt doch morgen auch die eine neue Map, ne? Wake Island. Wo sind die Tiere? Nee, und jedenfalls habe ich da nochmal geguckt. Zum Glück hat der im Vorfeld nochmal so ein Safe-Game gemacht. Und ja, die Videos muss ich auch noch bearbeiten. Aber ich glaube, vergessen auf 1440 zu stellen. Nur auf 1080, aber sollte ja so gehen, weil ich hier Livestream und 1080 mache. Ja, mal ein bisschen lunchen hier. Vielleicht ist ja hier ein Ochsenschädel oder so. Ochsenschwanzsuppe. So, da müsst ihr ja mal das Team anschreiben hier vom Breakfast. Es haben sich ja einige jetzt am Breakfast geholt. Nach unseren Montags Rennen jedes Mal. Ich hoffe, dass es im Breakfast da auch noch ein bisschen weitergeht bezüglich Content, Strecken etc. Jetzt glaube nicht, dass es irgendwie so ausgelegt ist, dass die alle 2 Jahre einen neuen Titel rausbringen. Das glaube ich ja nicht. Morgen wird wahrscheinlich die CML ordentlich GTA spielen, wa? Ist angedacht, ja. Gut. Mit Toni. Toni, gut, alles klar. Ja, genau, an die französische Battlefield 1 Map. Also ich muss wirklich sagen, ich werde natürlich immer noch mal wieder eine Runde Battlefield 5 spielen, 1 jetzt nicht mehr. Und wenn da der Content absehbare Zeit dann nichts mehr kommt, ich denke mal, da wird was kommen. Oh, hast du ein Wildschwein geschossen, mein Tütchen? Ja. Ein ordentlicher Brecher, wa? Aber so ein richtiger Keiler. Ja. Das sieht so schön aus. Das ist so richtig schön. Das beruhigt das Spiel. Rob, grüß dich. Und ja, aber ich hoffe, dass das nächste Battlefield 6 irgendwie wieder so in die jetzige Zeit kommt. Hätte ich auf jeden Fall mehr Bock drauf. Boah, sieht das cool aus. Ah. Hübsch. So mit der Lichtstimmung. Wo ist denn das jetzt eigentlich in Spanien? Das haben sie nicht gesagt. Ja, vielleicht findet ja einer das, was für eine Region es hier in Spanien sein kann. Aber hier, da wo ich jetzt hingehe, da ist so ein richtig schöner, dicker, fetter Baum. Das sieht aus wie so eine alte Eiche.
Spanische Eiche. Ja, Maximus will mitspielen mit GTA. Ja, genau. Zweimal. Ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie ich GTA wieder verfluche. Dann müsste es wirklich mal ein Team geben, die sich damit auskennen und dann sagen, Maximus, mache dies, mache das und nicht einfach nur doof rumrotzen. Na, hast du doch. Ihr habt doch auch keine Ahnung von GTA. Das ist mir egal. Aber das ist auch ein Team. Genau, richtig, ja. The Hunter Classic habe ich damals mal gespielt, aber das wird ja im Endeffekt nicht mehr so mit Content versorgt. Und ich finde das hier einfach von optischen, ja, muss ich ehrlich sagen, ich bin dann vom optischen sehr angetan. Deswegen, ja, will ich das hier einfach behalten. Juhu, Spanien! España! Durchbar. So. So, die Flagge weht. Wir gehen nochmal hier hin. Wir holen uns nochmal ein bisschen Munition hier. Lager. Ich habe diese Waffe, die... Welche ist denn eigentlich neu? Ah, da sehe ich doch wieder nicht durch. Ah, ich lasse die Waffe drinnen. 7mm muss ich holen. Das ist meine Lieblingswaffe. Ja, Gewehr. Da gebe ich lieber auch ein bisschen mehr Geld aus. Was ist denn die Option hier? Unterschied. Ach, DLC-Munition. So. Ja. Bla bla bla. Durchschlagskraft. Hey, Durchschlagskraft. Schwerer. Kaufen. Ja, kaufen. Ja, kaufen. Ja, kaufen. Ja. So, dann werden wir mal. Wartet nochmal. Ach, guck mal, ich habe sogar noch einen Fertigkeitspunkt. Inventar. Anders nochmal. Ach, Escape. Ah ja, manchmal muss ich mal ein bisschen hier wieder gucken. So. Juhu, Munition. Ach so, das sind unterschiedliche Munitionsarten. Ah ja. Haben wir. Wir können auf jeden Fall mit dem Bären schießen. Das ist halt mal wichtig. Okay. Fertigkeitspunkt. Was nehme ich denn hier? Ach komm. Juhu. Gut, wir schauen mal. Wir sind nämlich hier an der Map. Wir könnten jetzt mehr in den Norden gehen. Ja, komm, wir gehen mal in den Norden. Wir setzen mal hier Wegpunkt. Dann gehen wir uns nämlich nicht gegenseitig irgendwie auf die Eier. Wo ist denn jetzt der Punkt da? Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Glück haben. Ich glaube, wir haben alle nicht so viel Ahnung, wo was hier richtig zu finden ist an Tiere. Deswegen, boah, kann heute jeder Erster werden. Lunch mal. Wachsames Auge. Wo sind die Kamele? Höre ich ja was. Da jetzt nicht hier irgendwo im Vor irgendein Tierchen rumlaufen. Ich habe ja Angst. Jo, grüße erstmal alle, dann, die da sind, hier bei dieser gemütlichen, entspannten Jagd. Ich denke mal, dieses Jahr wird nicht mehr allzu viel kommen an Spiele. Neue noch auf meinem Kanal. Vielleicht noch irgendwelche Erweiterungen. Ich habe hier für einen Fernbus-Simulator irgendwie eine Erweiterung Luxemburg. Ich muss dann mal gucken, ob ich da was zeigen kann oder erst nur ausprobieren. Ja, es kam eine neue Map raus. Und zwar vor 2 Tagen, glaube ich. Ne? Für 5 Euro Quick. Für PC-Spieler. Erstmal. Ich weiß nicht, wie es für Konsolenspieler wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal nachgereicht. Nee, ist auch draußen.
Ist auch schon draußen. Also für Konsolenspieler ist es auf jeden Fall auch schon draußen. Ne? Siehst du. Ich finde das eh immer ein bisschen blöd, wenn Sachen rauskommen, die dann erstmal zeitexklusiv auf irgendwelche Server sind. Ne? Die Butter ist auch da. Hat ja auch die Frage. Lukas, grüß dich. Nimm mal unser Ordnungsgerät. Cool wäre es, wenn man auch noch sowas wie angeln könnte oder so hier. Wo du dich einfach nur hinsetzt und dann angeln. Aber ich glaube, da würde ich irgendwann die Geduld verlieren. Wenn du die ganze Zeit nur da sitzt an der Pose und guckst und guckst und guckst und das tut sich nicht, das ist auch doof. Ja, da hast du recht. Ja, wir lassen das Jahr mal ein bisschen ruhig ausklingen. War ja hektisch genug gewesen. Ach so, ja, es kann durchaus sein. Wer weiß, vielleicht werden wir, ich glaube, morgen geht's ja los mit SCS, dass die ihre Livestreams machen. Vielleicht werden wir ja morgen einen neuen LKW sehen. Ich weiß es nicht. Bezüglich American Truck Simulator. Die ersten Bilder hat man ja gesehen von den Long Star. Ist das so? Ja, ne? Lone Star. Oder Lone Star. Er sieht schon ein bisschen eichelartig aus, ne? Oder was sagt ihr? Möglich. Also mir gefällt der Innenraum. Ah. Ja, es ist. Ich habe aber bei den Kommentaren, Puma, grüß dich, Max ist auch da. Ich habe von den Kommentaren so gelesen, dass sich viele über einen Mac freuen wollen. Oder würden die. Mac Anthem irgendwie oder so, wie er heißt. Der wäre natürlich auch so ein Favorit für mich, ja. Oder dieser Freiliner, dieser neue. Der würde mich natürlich auch ein bisschen interessieren. Aber bei den Lone Star gibt es ja überhaupt mehrere Versionen. Also, ich meine jetzt von der Firma noch andere Versionen von oder gibt es da nur diese Version? Weil bei Peterbilt hat man in 389, den 359 und was weiß ich alles. Ist ja schon ein bisschen andere Sachen. Ah. So, gar nichts an Tiere. Los. Ausgestorben. Machen wir weiter. Moin. Und die Kuh. Ja. Ach, das ist doch richtig schön beruhigend. Also wir werden das bis 20 Uhr machen, ein bisschen jagen, ein bisschen genießen. Wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr gerne ein paar Fragen stellen. Dann können wir ein bisschen talken. Alexander ist auch da. Schön. Da kann man auch mal die Leute so ein bisschen grüßen. Was ist los, Tütchen? Nix, alles gut. Mein Hochstand will nur nicht ganz so. Entweder steht der Scheiße oder weiß ich nicht. Was denn Hochstand gebaut? Ja, hier war unten einer. Und dadurch, dass das hier so eine freie Fläche ist und hier vorhin noch ziemlich viele Wildschweine und Rehe standen, dachte ich mir, ach komm, geht los. Was hast ja vorhin auch schon einen Feldhasen geschossen, du Ei. Ah, ich zeig dir gerne mal einen richtigen Hasen. Ja, ja, ja. Aber haben sie auch gut gemacht, wenn man so in die Ferne guckt und dann ist es ein bisschen warm, dann tut es hier so ein bisschen schimmern, ja. Ja, ja, so. Schon nicht schlecht, also. Die Sitzung ist gut gemacht. Vöglein zwitschern. Ach ja. Ja, mal gucken, hier könnte ja irgendwas auch sein. Schauen wir mal, ob hier auch vielleicht ein Feldochse hier rüber rennt. Übers Feld.
Put, 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 put. Hey. Och. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer. Moin, Maximus. Weißt du schon, dass die neue Promutz draußen ist? Spaß hab's von dir gehört. Hahaha, Konzek. Danke erstmal, Skydriver. Driver oder Gamer? Meine Güte, ich bin schon wieder komplett durcheinander. Danke erstmal für deine Spende. Ja, Promods, aber ich warte erstmal, bis Promods wieder richtig für Multiplayer funktioniert. Dann werden wir wieder außergewöhnliche. Ja. Touren machen. Sky Gamer 24. 24 Stunden Livestream. Wird hier nicht passieren, bin ein alter Mann. Wie jetzt? Nächstes Jahr? Im Urlaub, klar. War nicht 24. Ey, ich hab jetzt Schweine gefunden, die schlafen. Na, da hast du einen Ruheort gefunden, ja. Botia Transportfieber, guck an. Ja? Ja, Warp Fever ist wirklich ein schönes Spiel. Ich musste erst mal gucken, wie ich jetzt dieses Interface wieder ausmache. Bei Transport Fever. Das ist sehr erschreckt. Ja, habe ich. Habe ich jetzt wieder hingekriegt. Ist so wie bei Transport Fever 1. Das geht dann mit Alt-G und Plus-G. Also man muss dann vorher aber bei einer Datei was ändern. Von Blablabla auf True. So in der Drehe war das. Und ja. Läuft. Erfolgreich installiert. Ja, dann setzt euch mal hin, ihr Cracker, und dann macht da mal einen Multiplayer draus. Aus Transportfieber. Dann legen wir los. Laddi, grüß dich. So. Bei der Pro-Mods wird es überschrieben, die Karte, die neue. Wo seid ihr Tiere? Ihr könnt euch zwar verstecken hier im Feld, aber ich fände und hole euch. Oh, ich gehe jetzt gleich rein hier ins Feld. Dann gibt's hier. Ach, du kleiner Keiler. Männlich. 522 Punkte. Muskel, Lungenflügel links. Annehmen. Somit ist Maximus Erster. Hey. Oh. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer? Skydriver wäre auch mal ein toller Name. Das hast du erstmal recht. Danke nochmal für den Euro. Aber Skydriver, ich habe erst deinen Namen gelesen, dann habe ich erstmal gewartet, bis er das erzählt hat. Und dann habe ich schon wieder vergessen, irgendwann mit Sky. Und Skydriver wäre eigentlich ein richtig cooler Name. Aber jetzt brauchst du nicht deinen Namen umändern, dann bin ich wieder komplett weg hier. Gehen jetzt erstmal hier rein. Gehen jetzt wie beim Battlefield hier. Wo seid ihr Tiere? Der geht total fest auf das Spiel, Junge. Ah. Wir brauchen ein MG hier drinne. So. Geht von hier. Aber ich bin hier schon an der Grenze. Setzen. Ja, wir gehen mal hier lang. Die werden bestimmt schon irgendwo sein. Wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja noch einen Spieler. Oh. Was war das? Ein Reh hat gerufen. Oma ist das auch hier drinne. Tütchen schreibt gleich. Hallo. Musst du jeden anschreiben gleich, oder was? Boah, Entschuldigung, dass ich nett bin, Mann. Ja, doch, mach doch. Dass ich nett bin. Ja.
Wann kommt was? Battlefield oder was? Da. Was? Scheiße, jetzt gehen sie hin. Oh, nee. Ja, du brauchst nicht leise reden, denn die hören dich sowieso nicht. Achso. Ja, Mensch, Maximus, wenn ich dich nicht hätte. Ja, das nennt man Akami. Ach so. Hast du ja gesehen, wie ich da in mein Revier sitze da, Chef? Mhm. Top Gun. Genau. So rennt er auf Arbeit rum. Nee, ist doch richtig. Aber da haben wir nächstes Jahr auch noch ein Date, denk dran. Da darfst du mich nicht versetzen, ansonsten bin ich traurig. Ja, ja, auch wenn sie hier auf dem Flieger sind, hier, bei uns hier. Nee! Wenn der nächste Top Gun nächstes Jahr rauskommt. Ach so, dann gehen wir an Cottbus, oder? Ja, na sicher. Dann sollte ja andere Sumpfnase mitkommen. Dann gehen wir vorher erstmal schön Burger fressen. Oh ja. Am besten in die Stadt. Oh ja. Richtig schön auf dem Altmarkt. Einen schönen Burger essen. Bei Jimmy's. Oh ja. Und dann gehen wir Top Gun gucken. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir dürfen nicht zu spät machen, weil, ey, ganz ehrlich, ich halte nicht mehr durch. Ich schlaf dann ein. Nee, machen wir schon. Wann kommt denn der eigentlich, der Top Gun Film? Boah, da fragst du mich was. Warte mal. Nicht, dass er am Pfiffikus noch mit will. Ja, soll sie mitkommen. Ah, die ist doch nicht für sowas. Kommt doch kein Capital Bra vor. Ah, ja. Da haben wir es doch wieder. Am 25. Juni, ey, wir können sogar richtig schön draußen sitzen und Burger fressen, Junge. Boah, geil, schön auf dem Altmarkt und glotzen nach den. Ja. Yeah. Ah. Da kommt doch der Stiernacken hoch bestimmt mit. Dann machen wir gleich Community-Treffen hier auf dem Altmarkt in Cottbus. Oh ja. Und danach sagen wir, lasst uns Ruhe, wir wollen jetzt Top Gun gucken. Genau. So richtig schön fies. Mit diesen Worten, Mario Fisch. Haut rein, macht's gut. Bye, bye. Genau. Ja. Hey. Oh. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Name? So, jetzt passt mein Name. Viel Spaß. Jetzt hat er seinen Namen geändert. Danke dir nochmal, Sky Gamer Driver. War das richtig drum? Ja, ne, glaube. Du musst erstmal hier hin. Ey, ey, ey. Ach, da oben ist auch noch eine Hut. Sky Game Driver. Ja, ja. Schade, dass es nicht so eine mobilen Hochsitze gibt, ey. Das ist doch totaler Blödsinn jetzt hier. Gibt's doch. Ja, genau so ein Ding bräuchte ich jetzt. Um mich herum nur Wildschweine. Ich sehe aber nichts, weil ich hier nur von Sonnenblumen angelacht werde, Junge. Da gibt's. Hat doch Dings gesagt, gibt doch mobile Wildschweine. Ja, aber habe ich jetzt aber nicht mit. Naja, dann musst du zurücklaufen. Nee, na, dann sind ja die Wildschweine weg. Außerdem muss ich erstmal noch eine Heist spielen. Verlierst du eh. Hoffe ich nicht. Ich hab ein Reh gesichtet. Nein, bleib stehen, wo Rehochsen die. Das Reh kriegt jetzt richtig eine drauf gebraten. Bam! In your face, Mann. Hier gleich mit meiner Panzerbüchse hier. Das ist doch bestimmt umgefallen, das Reh. Also mit der 7mm holt man alles weg. Also ich bin auf jeden Fall mit der Waffe, die gefällt mir. Ah, das Nachladen dauert halt so lange. Wenn du halt wirklich mal so eine richtige Horde hast und so richtig rapapapapam machst, Junge, dann ist Kacke. Ja, aber du hast da eh bei den anderen Waffen alles so eine Repetierer. Die gehen zwar ein bisschen schneller, aber wenn die Viecher dann nicht umfallen, hast du nichts davon. Dann will ich lieber eins richtig erlegt haben, vielleicht zwei und nicht gleich 20 angeschossen. Ja, ist ja richtig, ja. Ich hatte ja auch mal das Problem, dass ich mal so ein... Was ist da das Tier? Ach, da liegt's. Dass ich doch mal einen Bug hatte, wo dann die ganzen Bisone einfach stehen geblieben sind. Dann konnte ich doch gleich 10 abknallen. Das war wirklich schützenfest.
Guck mal hier, Boti hat schon wieder an. 25.000 Bockwürste hat der gerade gewonnen, Junge. Warte mal, überall, ne? 25.000, das ist wirklich viel. Ja, ich aber ziemlich, aber Trophäenwert 0. Weil ich hier mit der starken Waffe hier drauf geknallt habe. Starker Typ, starke Waffe. Ja, ganz einfache Geschichte. Ganz einfache Geschichte. So, wir machen mal Auge hier. Einfach mal Auge machen. Da musst du dich ein bisschen ranschleichen an die Tierchen und Tütchen. Nee, ich schleiche in jede Richtung, aber irgendwie ist komisch. Ich sehe keins. Wer ist auch gar keins da? Na doch, ich hör's ja. Ach, was du hörst. Ja. Oh, also, was haben wir hier für eine Spur? Da unten. Ich bin jetzt nicht so will hier mit meiner Panzerbüchse zerfetze die einfach nur. Das ist ein richtiger Jäger. Mit C4, ne, mit C4 Gulasch. Ich hab morgen frei. Das ist schön. Aber so richtig frei habe ich auch nicht. Oh, wo bin ich denn jetzt? So, hier ist eine Möglichkeit, einen Wachturm aufzubauen, aber das brauchen wir auch. Wir laufen einfach nur dran vorbei und dann ist gut. So, Waffe ist nachgeladen. Auch nachgeladen. Gibt es eigentlich einen Karabiner 98, sowas? Den würde ich ja gerne nehmen als Repetierer. Boti, ich jage. Ich mache hier nichts anderes im Wald. Ach, ich kann gar nicht auf den Dings raufhopsen, ne? Hier hat jeder schon einen Hochsitz gebaut, aber ich kann ihn nicht benutzen, scheiß. Nee, der ist da, um dass du den kaufst, und dann kannst du hochhupsen. Ich dachte, ich kann so machen. Da habe ich auch vorhin gesessen. Oh, gut. Das ist Flieder, habe ich mir sagen lassen. Blitze sammeln, ja, könnten wir auch mal. Und unterwegs dann auf jeden Fall noch ein paar Goldnuggets. Also morgen keine Schule? Was ist da los? Bildung ist das A und O. Hm. Dann endet ihr irgendwann mal so wie ich. Oder ich. Oder Tütchen. Ein Tütchen möchte auch in die Verwaltung, ne? Ja. Aber nur wenn es da ein bisschen was Hübscheres gibt da. Ja, es gibt schon ein bisschen was zu gucken. Aber gleich wieder auf meine Kollegin glotzen, ne? Ah, die war gut. Die hat sogar gelächelt. Ja, die ist schon nett. Ja, kann sie ja. Die wollte ja eigentlich zu meinem Geburtstag auch vorbeikommen. Warum ist sie nicht? Weil sie keine Zeit hatte. Die kam da danach dann vorbei. Also einen Tag später. Kannst du nächstes Mal sagen, der Gutaussehende, der dich angelächelt hat, ist auch da. Ja, ja. Ja. So, wenn er nimmt die richtige Maschine und keine Ersatzteile. Wenn sie mich haben kann, was wissen denn mit den ganzen anderen Schrott? Nee, die hat zwei Kinder, hat Toni gesagt. Hab ich dir gesagt? Nee, hat Toni zuerst gesagt. Ach so. Weil ich ja darin nie geiert habe und der so, komm mit jetzt! Ah ja. Reh? Den hat geschrien. Kleines, einsames Rehchen. Komm her, hier ist der böse Wolf.
Die sind irgendwo. Ich habe ein Geräusch von ollen Hasen gehört. Der ist irgendwo hier in die Blumenfelder hier drin. Hier. Wie heißen die gelben Dinger hier nochmal? Sonnenblumen? Ja, genau. Ach, scheiß auf den Hasen, auf das Reh hier. Ich will erstmal das Häuschen besiedeln. 18 Jahre, machst du Abi oder was? Muss immer sein. Natürlich, hättest du in die Schule aufgepasst, wärst du auch in die Verwaltung gekommen. Ich denke, da muss man nicht aufpassen, um da reinzukommen. Wir hatten nur Glück. Deshalb bin ich ja da auch nicht. Aber so oder so sehen. Genau. So, ich werde mal gucken, ob ich da noch ein anderes Schießeisen irgendwie kriege. Wo ich nicht alles zerfetze hier. Chris, was hast du noch von Schießeisen am Start? Ich nehme gern die Solokin MN1890 Front. Mal, ob ich die Waffe schon DLC-Waffe. DLC. Ach, hier ist die neue. Naja, hier gibt's Waffen, die kosten 75.000, ey. Was hab ich denn an Geld? Ich hab 7.000. Was ist denn hier los? Ich brauch... Ausgeld. Ach, ja, ich sehe auch. Ah, hier ist doch... Ach, die Solo... Die ist aber kostenlos. Ja. Ah. Den Front nimmst du immer, ja? Und die macht große Löcher, ja? Ja, ist für Rehe, Wildschweine und so. Oh, hier ist ja eh eine kostenlos, eine 45er, was ist denn das? Rückstoß, Hüftpräzision. Was ist denn das für eine Waffe hier? Kostenlos. Kostenlos kaufen. Kostenlos gekauft. Toll. Aber ich habe hier einen Spielfehler. Warum? Na, ist dir das mal aufgefallen, wenn du die Fährte von einem Tier aufnimmst, ist es doch normalerweise im... Farblich. Ja, genau. Aber wenn du es hier machst, ist es nicht. Hier ist es nur... Oder hier bleibt es weiß. Das musst du einstellen. Hä? War das sonst auch immer? Haben sie es zurückgesetzt? Ah, ist mir aber auch aufgefallen, dass ich das Tier jetzt nicht gesehen habe. Warte mal, wo mach ich das? Ich muss erstmal eine Waffe. Mach mal. Sind das eine Ranger? Nehme ich auch mal so eine Verteidigung vorne. Im Besitz. Gut, Lager. Ich nehme mal den Repetierer raus. Ach, so möchte. Zack. Ich habe aber auch Waffen hier, ey. Lecko mir. Was hat denn der? Was braucht denn der für Munition jetzt hier? M1890. Ich muss mal schauen. Warte mal. Optionen, System, Grafik oder Anzeige war das, ne? Nee, bei Spiel. Ich mach's auch gerade. Spiel. Und wo? Weiß. Genau, da musst du halt rumstellen jetzt. Warte mal. Farben für Hinweisespuren. Umrissen. Tiere. Farbe für aktive Hinweise, Spuren, Umrissfarbe für Sammelobjekte zum Beispiel, kannst du nehmen und Umrisse für Tiere. Ah, für Sammelobjekte machen wir. Für aktive Hinweise, Spuren. Ah. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe jetzt meine Waffe. Waffen. Oh, hierin.
Mal gucken. Munition. Auch denn. Winchester-Munition kann ich ja wieder zurück machen. Wie meinen die schon wieder zurück? Anwählen und in Inventar ziehen. Will ich aber, will er nicht. Ja, ich bin jetzt Inventar. Wie kriege ich jetzt raus, was für eine Munition die soll? Also braucht die auch eine 7mm? Nee, die soll auch keine, die braucht was anderes. Da gehst du einfach dann wieder zurück auf die Waffen und dann drückst du unten rechts auf kompatible Gegenstände und da wird dir die Munition angezeigt. Oh, Waffen, ablegen. Kompatible Gegenstände? Ach. Im Shop. Ach, im Shop? Im Shop, ja. Ah, so, Shop. Waffen. Ach so. Warum nicht gleich so? Ferngläser habe ich ja. Ja, aber locker flockig, Esperanto. Habe ich das dann immer, wenn ich es kaufe, gleich einen Rucksack? Nee, muss ich erst dann im Inventar, wo ich dann wieder zurück war. Munition. Muss ich das erstmal wieder reinziehen und hin und her und tralala und topsasa. Ich verstehe das manchmal das System nicht. Hey, ach. Da geht er mir das Messer in der Hose auf. Nimm doch eine Wasserpistole und probier es damit. Einschaltungszeichen. Ich werde gleich mal Wasserpistole nehmen, Mensch. Danke dir doch mal. Wie, ey, ich finde. Ich werde schon wieder verrückt hier. Fertigkeit, nee. Inventar, Mehrspieler. Ich habe ein Zelt. So, warte mal. Ah, das ist jetzt. Blockflöte. Ach, eine Blockflöte, sag ich schon. Ferngläser. Tiere. So, Munition. Wie sah ich jetzt, dass die Munition in meinen Rucksack soll? Indem du zurückgehst auf Lager und dann das da reinziehst. Aber ich habe doch hier nur Waffen im Lager. Ach, hier muss ich runterscrollen. Eier, bin ich ein. Ich hab, Kind. Ich habe nichts gesagt. Jetzt habe ich aber wieder vergessen. Ich habe so viel Munition gekauft. Welche ist jetzt die richtige? Einfach nehmen und versuchen, ob die da reinpasst. Da zeigt es an. Ja, aber da muss ich ja mal hin und her zwitschen hier. Ist auch scheiße. Da muss ich ja immer hin und her zwitschen. Das ist auch kacke. Ey, das war schon mal die falsche. Ach Mann, ey, das ist doch bekloppt, ey. So ein System hier zu bauen. Ja, warte mal, frag mich auch. Mit dem Front brauchst du die 9,3 irgendwas. 9,3 habe ich, passt. So. Nee, Quatsch, 7,62 X54R Softpoint. Softpoint hört sich ja so richtig luschig an, ey. Ja, die macht auch trotzdem große Löcher. So, 7, Softpoint. Ah, 9,3 mal 7 sowieso Softpoint. Ja. So, wow, pass auf hier. Jetzt muss es funktionieren hier. Ja, ist auch nicht die. Das ist eine Scheiße. Macht ihr mich jetzt wahnsinnig? So, ich hole jetzt nochmal die. Welche Waffe habe ich denn jetzt genommen?
Ja, warum man dann nur das nur angezeigt hat, Munition, und dann zeigt er einen an, welche Munition, und wieso muss man das so kompliziert machen? So, Kompatibilität. 762. 762. So, jetzt nochmal. Oh, ich habe da 762 gekauft. Wo ist denn jetzt? Ey, 1000 Sorten für Drecksmunition, ey. Nervt mich schon wieder. Ja, ich finde so ein System total bekloppt, wo du hier suchen musst, suchen. Hier gibt's keinen Filter, wo du nach Waffen suchen kannst. Hier siehst du ein ganzes Dreckslager. So. 7, ey, so, sag mal, will der mich verarschen? Ich hab doch diese Drecksmunition gekauft. Ach, Pistole, 7. So. Jetzt. Nochmal auf ein neues. Habe ich überhaupt noch Geld? Ja. Ja, ich kaufe hier 1000 Sorten Munition. Soll das doch gleich. Ja, wo ist denn die Scheiße? Ich sehe es nicht. Ich sehe die beschissene Munition nicht. Du gehst aber auch schon raus aus dem Laden, ja? Ich musste da erstmal bei mir in Inventar reinschieben. Naja, das machst du aber im Lager. Ja, Maximus, ja, du kaufst die 9,3 und nicht die 7,6. Ja, das außerdem. Ich hab doch gerade vorhin Kompatibilität, da hat er mir doch die jene Munition gegeben. Ey. Junge, ich hasse es. Ich hasse es, wenn die Leute sich keine Gedanken machen, wie sowas. So, 7, noch was. Kaufen. Kaufen, habe ich vorhin auch schon gemacht. Kaufen. So. Kaufen. Kaufen. So, jetzt gehe ich nochmal hier hin. Ey, aber wirklich. Ich Waffe auswählen, Munition, alles, was ich habe, soll er mir unten anzeigen, mitnehmen. Und nicht so ein Piss. Da kann ich mir wieder aufregen. Hier, so eine. Hier, jetzt habe ich sie ganz oben. So eine Laien, die hier arbeiten. Ey, ist doch so. Kann mich nur aufregen, sowas Beklopptes hier jetzt mal. So, Munition, 50 Stück hier. So, jetzt habe ich endlich meine Munition. Hoch auf hier hoch. So, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Irgendwie Schnellreise, irgendwo woanders schnell hin. Dödel machen wir mal hier. Schnellreise. Ah, so. Gut, wir gehen mal hier in. Wegpunkt setzen. Wir wollen mal gucken, was da hinten ist. Ja, das ist ein Schießeisen hier. Das ist wie so weit vorne. Ja, gucken wir, ob wir mal einen Kanickel-Fangschlag hinkriegen. Ah. Habe ich die falsche Munition gekauft. Denn ich hab kein Geld. Ja, aber trotzdem, wenn man irgendwann hat man 50 verschiedene Munitionssorten, dann müssen wir da irgendwo mal einen Filter einbauen, dass du sagst, nur die Gegenstände anzeigen, die es hatten, denn zack. Ganz einfache Geschichte. Man muss ja Maximus wieder hier programmieren. Hoffentlich wird mir da nicht in die Bude eingebrochen. Wenn sie bei mir aufs Klo gehen. Mhm. Sauber machen. Ist doch sauber. Naja. Ja, ich denk an mein Herz, Frank the Tank.
Ja, wahrscheinlich Wasserpistole, das wäre wahrscheinlich noch das Beste, aber dann bauen sie wahrscheinlich auch noch unterschiedliches Wasser an. Ein hier, so. Wasserstoff und so. Kohlenstoff, Wasser. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Haben wir hier irgendwelche Tierchen? Ah, eine halbe Stunde können wir noch jagen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mau. Ey, Chris Penn! Ja? Du Verräter, warum hast du schon 5000 Punkte? Na, weil ich's kann. Ja, ja. Kennst du dich aus, wa? Mann, Mann, Mann. Die Absprachen halten sie auch nicht mehr. Wenn ich streame, muss ich immer der Erste sein. Ach, also. Wenn du so lange brauchst. Ah ja. Ah ja. Geht jetzt wohl. Grüß dich. Von Jupiter. Was sind das für Bäume? So, hier Olivenbäume oder sowas? Wo ich gerade hier lang latsche. Ah, ich habe eine Spur gesichtet. Sie leuchtet jetzt nicht mehr weiß. Ah ja? Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht, ey. Das ist ja Zauberei. Oder Hoppelkanoppel. Oder Hase. Wird doch bestimmt irgendwo hier rumhopsen hier. Ah, nee, einen Hasen will ich. Treffe ich nicht. Ist so klein. Uni würde wieder sagen, mit kleinen Sachen kennt er sich nicht aus. Matthias, grüß dich. Ja, jetzt wird der eh nur sagen, warum hat er mich nicht gegrüßt? Voll abgehoben. Voll abgehoben. Ja. Ah, noch eine Spur. Noch eine Spur. Ah ja? Da wäre ich ja bald erster, wenn ich so viele Spuren sehe. Da vorne habe ich was gesehen. Sichten und vernichten. Was hast du denn? Nicht, mir gerade mal die Niesitz. Die ganze Zeit gestanden oder was? Ich schon wieder Hunger. Ich auch. Ja, esse ich nachher noch ordentlich was. Nudeln. Nee, Nudeln haben wir jetzt nicht mehr. Tatsächlich gibt's da gar nicht. Ja. Yeah. Jene Nudelchen da. Klo, am 20. kommt doch die neue Staffel, ne? The Witcher. Auf Netflix. Werde ich mir auch mal reinziehen. Ja, kommt ja so, sonst so schon Fernsehen. Klar, Ekel Alfred. Ja, Ekel Alfred kommt Silvester. Den gucken wir, dann weiß ich genau, was meine wieder. Muss der Scheiß wieder sein? Klar. Ah, Ekel Alfred gucken wir. Ohne den wechselt man nicht ins neue Jahr. Wo sieht's aus? Else, das ist Punsch, du dassliche Kuh. Warte, was? Das ist ein Hobbygaloppi. Ein Hase oder was? Das ist ein Hase. Ich sehe ihn. Aber mein Gerät aktiviert den noch nicht so richtig. Blöd ist, dass die Sonne so. Der Wind so doof steht. Ja, richtet, Hochsitz. Wo ist der Hobby? Put, put, put. Will die schön in der drüber braten, aber nee, muss er da
bei den Hanghühnern hängen. Der Busch. Ich habe Kaka gefunden. Und einen Stein habe ich gesichtet. Überlege mal, wie lange die hier dran gesessen haben, ja, jede einzelne Blume hier hinzupflanzen. Aber stimmt, das war ordentlich Arbeit. Die geben sich wenigstens noch ein bisschen Mühe. Ja. So, wo ist der blöde Hase? Das Tier? Oder hat das vorhin ihn angeschossen? Hier liegt ein Hirsch. Sammel den mal ein, mal gucken, was passiert. Bestimmt Hütchen seiner. Ja, das könnte sein, ja. Ey, der hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein 12. Nee, das ist ein 7. Aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein 16-Ender. Ein richtiges Kosmo. Das war's sogar. Ey, weißt du, wo du den hingeschossen hast, du Ei? Wo denn? Du hast hinten den Hinterlauf kaputt gemacht. Ei. Ausstopfen hätte ich auch gerne, aber... Nehmen wir. Das ist ein schönes Tier. Das sehe ich gerade, ja. Aber hab ich jetzt die Punkte gekriegt, oder was? Nee, ich... Du hast bloß anteilig, was ihr kriegt. Ich denke, was leuchtet nicht. Ich muss ja jetzt echt überlegen, ob der nicht irgendwie draufspringt und der schläft, wirst du? Na, hey, komm. Danke. Ja, so bin ich zu dir. Du bist ein guter. Ja. Ey, weißt du, dass ich jetzt schon Hunger habe auf den fetten Burger? Wir waren mal bei Ihnen. Wir waren mal bei ihren Filmen gewesen, das war auch so ein Antikriegsfilm, irgendwie war das mal. Und irgendwelche Spezialeinheiten. Sah zum Anfang sehr cool aus und dachten, oh ja, da gehen wir hin. Gab es nur in Cottbus eine Spätvorstellung. Wir dann irgendwie 22 Uhr quiekt der hin. Ey, der war so ätzend langweilig. Sowas von lang. Ich bin eingeschlafen. Ich bin ohne Scheiß im Kino eingeschlafen. Das habe ich eigentlich noch nie geschafft. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der jedes Mal oder immer im Monat in ein Kino gehen muss oder so. So ist es auch nicht. Aber der war so ätzend langweilig. Junge, 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 Junge. War schon lange nicht mehr im Kino. Nee, ich auch nicht. Mal kann man sich sowas mal gönnen. Bist du da über die Brücke rübergegangen? Die Steinbrücke? Ja, anders kommst du ja nicht rüber. Wenn du ins Wasser gehst, dann stirbst du ja. Echt? Schon immer gemacht. Einfach mit Schwimmen. Dachte ich auch, aber anscheinend gehst du unter, weil du zu schwer bist vor lauter Waffen. Da wirklich nur ein Bild hier an Tiere, ne? Momentan gucken wir ja diese Serie oder diese Staffel designierter Überlebender irgendwie, also wo er dann auf einmal der Präsident wird, weil sie das Kapitol kaputt gemacht haben. Ja, ist ganz interessant, ganz gut, diese ganzen Intrigen, die sie da machen. Ah, da kommt ja sonst nichts. Und wenn wir damit fertig sind, wir sind schon bei der zweiten Staffel. Denn die haben so, glaube ich, 20, 24 Folgen. Die dritte Staffel hat nur 10, also dann wird es wahrscheinlich den Ende sein.
Und boah. Wenn wir damit fertig sind, dann geht's los zum Witcher angucken. Geralt! Ich hab das Spiel noch nicht mal richtig durchgespielt. Ich hab glaube 10 Stunden gerade mal in The Witcher gespielt. Ja, ich lass mich immer zu sehr ablenken von anderen Sachen, wisst ihr? Von Nebenaufgaben, tralala, obsassa. Chris, hast du den Punkt hier schon? Welchen Punkt? Meinst du mich oder? Nee, den anderen. Nee. Soll ich dir mal ein Zelt hier aufstellen? Nee, brauchst nicht. Ja, ist okay. Ich wollte dir nur was Gutes. Ich hab den ganzen obersten Teil schon. Also alles, was über dem Fluss ist. Na, ich bin unterm jetzt. Ey, ich hab eine fette Herde hier. Oh, ey, es sind glaube ich 20 Tiere. Aber der Wind, der steht so ungünstig, ey. Jetzt hauen sie alle ab, die Mistviecher. Und meine Gatling. Hier ist nämlich so eine Ruhestätte von den Kosmonauten hier. Ah, toll. Weg sind sie. Ah, toll. Da ist ein Maximum. Das ist wieder. Oh, hier Fußspuren von Rothirsch. Ja, da muss ich aber jetzt mal langsam mal den auf Rothirsch gehen. Aber. Erstmal werden wir das hier freischalten, Mann. Holen wir uns den Rothirsch. Hirsch Heinrich. Weihnachtszeit. Auf jeden Fall. Der richtige Hirsch. Aha. Gibt's ja auch einen Skistand wie auf der Eden-Map? Nee, ne? Hey. Hi. Lachhaft, ey. Der richtige Waffe hier drauf geknallt und dann. Wo seid ihr? Ob? Da liegt doch der eine. Wollte schon sagen, das waren wahrscheinlich die letzten Reflexe, die dann noch gewackelt haben. Chris, hör auf zu schießen! Bin in Stufe 40. Ah ja, bald mal Zeit. Die können ja auch mal so eine Jux- und Dallerei-Sachen mal machen, wo sie ja so ein übelstes und mit mehreren Leuten da agieren musst. Weibchen. So ein Monstertier. Gibt er noch? Ne. Oh. Ja, voll den Nacken weggerotzt, ey. Hals. Halswirbel. Oben. Bam. Läuft.
Bitte, ich hab sie wieder eingeholt. Schon gesehen. Woran liegt's denn? Rothusch. Das ist die Frage, woran hat sie liegen? Falsches Ding hier. Ah, ich muss auch bei den Einstellungen noch mal was machen hier. Hätten sie. Ah, ich will nur meine Farbe sehen. Gucken wir mal, ob wir das noch finden. Recht ein Rottersch. Ach, guck an, da liegt ja noch was. Hihihihi. Ah. Ah, voll in den Arsch. Annehmen. Kilo könnte der wiegen. Trabend. Der könnte ja sonst vorhin gelatscht sein. Der hat da noch gekackt. Ja, wir sind sowieso bald fertig. Wir haben noch 10 Minuten, dann ist Feierabend. Was wir morgen spielen, weiß ich noch nicht. Wird wohl nicht mal mit heiß. Okay, wa? Naja, verpennt. Ah ja, Chilunchi-Glas und hier noch irgendwas ist ja. Oh. Ja, hier muss doch genau vor mir irgendwas sein hier. Der hat doch hier gerade gebrüllt. Da ist doch was. Da ist doch ein Riechen. Dominated. Machen wir lieber einen leichten Fuß hier, weil ich weiß nicht, wenn hier mal irgendeiner hier raus gehopst kommt, dann erschrecke ich mich. Ich mache mal lieber Visier runter. Stein. Ich sehe nur noch Feinde hier überall. Der Feind. Mädchen hat ein Wildschwein geschossen. Was fällt dir ein? Tja, wieso nicht? So. Ja, blutet auf jeden Fall ordentlich. Ach, gefunden. Ist er jetzt vor mir? Könnte sein, ja. Ja, bist du. Werden wir ändern. Werden wir ändern. Mach mal. Oh. Geändert. Ey!
Tschüsschen, du Sau! Ey, ich dachte so, das wird jetzt so richtig schön passen. Hm, macht's ja. Und dann schießt der da noch ein Tierchen. Lass mal sehen. Aber das ist noch nicht alle Tage Abend. Ist noch nicht alle Tage Abend, mein Freund. Naja. Wir machen so lange, bis ich Erster bin, ne? Was denn? Hast du schon wieder was geschossen? Nee. Irgendwie ist komisch gerade hier. Ah, abgefahren, grüß dich. Also ich bin auch gespannt, was morgen kommt. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht morgen den LKW kriegen, ne? Den neuen hier. Nach dem Livestream. Yeah, jetzt könnt ihr alle LKW fahren, den neuen Lone Star. Schauen wir mal. Hat 4000. Ey, Alter, du bist ja. Tütchen! Ja? Hast du schon wieder was gesch. Du Drecksmade. Maximus? Ja? Was denn? Hab ich vergessen. Ey, du. Oh, Scheiße. Hat nicht geklappt, schade. Warte mal. Bist noch vor mir. So. Ich höre hier überall Wölfe jaulen. Na, dann pass mal auf, dass sie die nicht auffressen. Hey. Oh, Tütchen. Und? Oh, knappe Sache! Warte. Du machst nicht den Livestream aus, bevor ich nicht eingesammelt habe. Warte. Aus. Nein, du bleibst jetzt online. Ach, somit habe ich gewonnen. Moment mal. Scheiße, was ist das für jetzt hin? Da. Oh, das ist ein geiles Tier. Ich kann nicht mehr halten, die Waffe. Ja, ein paar Minuten haben wir ja noch. Ah ja. Spätestens um Viertel muss ich aufhören. Der hat jetzt auf jeden Fall noch richtig einen Bamser gekriegt, ja. Das ist ein richtiger Elch, sag ich dir. Ein richtiges Kanonenfuttervieh. Tütchen. Hm? Ach, was ist denn los? Ich sammle mal ein, ja? Mach mal. Ey, du Arsch! Du bist doch schon wieder vor mir!
Du hast so an, du Made. Ja, die Schlüpper. Ja, nimm mal die. Oh, Alter. Oh, der wackelt so sehr. Oh Mann, ey, da, ich kann nicht mehr zielen. Das ist gut so. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe mit meiner Superwaffe keine Munition mehr. Jetzt muss ich die Waffe nehmen, die mir hier Chris gesagt hat. Ach du Scheiße. Krieg ich damit einen richtigen brutalen Hirsch? Wenn du richtig zielst, so. Ich ziele immer richtig. Die 7mm verzeiht halt viel, wisst ihr? Alter, was ist denn das für ein richtig fies, ja, Junge? Ja, mal gucken, ob ich den zeigen kann, den Truck. Mal gucken. Warten wir mal ab. Ey, hab ich da keine... Na, irgendwo hab ich hier nicht irgendwo noch ein Tier geschossen? Zack. Halt doch mal den Mund. Wer denn nur? Na du, Tudjen. Warum denn nur? Ich mach doch gar nichts. Doch, du schießt meine ganzen Tiere weg. Ach. Bist doch ein guter Kumpel. Ja, ja. Hört der Spaß auf, sag ich dir. Ah, ich hab noch ein bisschen 7mm. Ah, ich hab noch eine ersatzweise 7mm gehabt. Ach. Scheiße, Dreck, Kruzifixi hier. Ah, hier, ich hab's doch gefunden. Hihi. Punkte, mein Freund Blase. Warte ab, wenn ich eingesammelt habe. Ja, du sammelst Pilze ein, die bringen aber nichts. Scheiße, wo ist das Vieh jetzt hin hier? Ja. Das ist so ein richtiger Berber, Junge. Also den muss ich definitiv noch mitnehmen, ganz egal wie. Ach, die hört sich an wie eine Kinderwaffe, die andere Waffe. Noch nachladen, ja. Also, Waffe ist ja so total verrostet. Schön aus. Also, da muss doch Schmackifatz ran, sag ich dir. Der muss doch flutschen. Da. Ja, Baby. Aus. 500 Trophäen wert. Naja, was hast du denn davon, ne? Wenn ich hier andauernd Trophäen... Ab. Ja. Hey, ich hab schon fast 1000 Punkte mehr wie du.
Was ist denn nicht, den ich haben wollte? Verdammte Axt. Der rennt da immer noch, die Sau. Fall doch einfach um. Mann. Weiter geht, habe ich hier eine ganze. Er hat einen Rückstoß, Junge, ey. Was ist denn eigentlich dieser große Hirsch, den ich vorhin gejagt habe? Habe ich jetzt das kleine Kanickel getroffen oder habe ich das nie getroffen? Muck, muck, muck. Muck, muck, muck. Ich kann nicht vorbeigeschossen haben. Mach ich nicht. Ich bin ausgewählter Battlefield-Spieler. Treffen mich immer. Gefühlt immer zwischen den Augen. Ah. Plutus. Plutus Optus Gallus. Da hinten ist doch was. Meine 7mm, die regelt alles. Ach, hier ist Opa Langbein. Mein Hobby-Galoppi hier, Hase. Wir rennen an da und ihr irgendwelche kleinen Dreckshasen rum. Da. Ach, Scheiße. Mann, fallt doch endlich mal um. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überall was um mir geschossen habe. Ich knall hier die ganze Zeit nur hin und her. Rechts, links, die... Ich bin überwältigt. Von der Vielzahl an Tierchen hier. Ah, warte mal, ich habe hier was gefunden. Ich habe hier einen kleinen Kanickel gefunden. Oi, 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 Opa Langbein. Oi, oi, oi. Oh, bist du niedlich. Oi, oi, oi. Oh, voll in den Schädel rein hier. Nee, oder? Ja, gab nicht so viele Punkte, aber egal. Hütchen, ich habe schon 7300 Punkte, mein Freund. 7300 Punkte. Hm. Oi, 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 oi. Muck, 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 muck. Hm. Mucki, 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 mucki. Ich sag dir. Die 7mm, das ist eben eine richtige Männerwaffe. Hm. Ja, fällt denn der nicht um hier? Das ist super ein blödes Rindtier. Aber den ganz großen Hirsch, den habe ich auch nicht mehr gefunden, ey. Nee, ich auch nicht. Ich habe die ganze Zeit jetzt die Fährte lang gerannt, aber keine Chance. Ich renne jetzt auch hinter so eine Drecksblutspur hinterher. Aber. Links, links, Rothirsch. Der 171 Kilo, das ist ja nicht viel. Schlepp ich doch mit einer Hand, Mensch. Mhm. Ja, damals, wo ich noch ein ordentlicher Krieger war, dann war das halt kein Problem. Hm. So, Blut 25, also er müsste jetzt bald irgendwo hier liegen. Naja, ein paar Minuten haben wir ja noch. Null. Ach, da ist doch was. Da ist doch was. Hoppi galoppi. Hoppi galoppi. Muck, 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 muck. Ja, du, das ist toll. Das ist hier das Baby hier. Ah.
Für 225 Punkte bin ich jetzt so weit gelaufen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Die anderen Tiere habe ich doch da hinten geschossen. Oh nö. 7600 Punkte. Danach kommt Chris Penn. Und sehr weit abgeschlagen. Bittchen. Und mit diesen Worten mache ich einen Fisch und ich sage, haut rein, macht's gut, bis bald, euer Maximus. Nein! Wir machen noch ein paar. Ich will ja wesentlich Chris Penn noch die Chance geben, mich zu überholen. Wir können ja nicht immer, dann sieht's wirklich aus, als wenn das ein abgekatertes Spiel wäre. Jetzt hat Chris sagen, ist es doch. Oh, ich habe eine Fährte aufgenommen. Von einem Hirsch. Der 240 Kilo wiegt. Wo ist das Ding jetzt so hin? Mal die Radar aufmachen. Laufend. Ist der Ochse wieder zurückgelaufen? Gehend. Ach, scheiß drauf, Mann. Geh wieder runter zum Wasser. Fred von Jupiter, Fred von Jupiter. Bam, bam, badadam, badam, bam. Ihr habt den Hasen gesehen. Jetzt ruft hier ein olles Reh. Die schreiben schon, ich bin vorbeigelaufen, ich bin vorbeigelaufen. Bin ich immer noch irgendwas vorbeigelaufen, oder? Ah, guck mal an, hier liegt doch auch noch was. Hier liegt doch auch noch ein Tierchen. Meint ihr das? Habe ich das nicht gesehen? Hier. Ich würde ja sagen, 7800 Punkte. Ja, ja. Ich gehe jetzt essen. Bis später. Tschüss. Ja, du bleibst jetzt noch 2-3 Minuten hier. Ich will nur bis runter zum Wasser und da nochmal schauen hier, ob da was ist. Wenn da noch was ist, dann... Ollen Hasen habe ich wieder hier gehört hier. Wenn man die richtige Waffe nimmt, dann kann man mit den Hasen... Da hinten hoppeln sie auch schon wieder. Steine, die bewegen sich nicht so schnell. Ja, der Hirsch hat sich verpisst. Der hat die Weiber vorrennen lassen. Und das war's. Ja, das Vieh hätte ich gar nicht getroffen, Junge. Da war schon ganz schön Berber gewesen, der da oben auf dem Berg stand. Ja, du hast ja schon eh so ein... Da oben liegt... Da liegt auf jeden Fall auch noch ein Tierchen. Das nehme ich noch mit. Ich renne jetzt hier runter, wenn da noch irgendwas kommt. Ja, halt's Maul, Reh. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Den anderen Hirsch hätte ich auch gerne. Und ich hab... Ohne Scheiß auf diesen Hirsch geschossen. Plus, ich kann nicht so gewackelt haben. Na gut, ich bin ja die ganze Zeit so wie jetzt, da renne ich ja, wie so ein Bekloppter, die Erster werde. Hier, Kanickelspur, Rehspuren. Und hier haben wir doch mal wieder, ne? Ja, hier hinten in den Arsch reingedödelt. Ja, bam. Boah, ich würde sagen, 8000 Punkte. Guck mal ganz schnell hier auf die Lichtung hier. Ey, der Hirsch, der war so geil. Das war so ein Tierchen, was du vorhin hattest, weißt du? Hm. Waren. Hab doch da irgendwas.
nee. Hasen weggerotzt. Dafür ist die Waffe gut. Nee, mach. Oh, ja, oben ein bisschen Punkte gemacht. Feldhase. Ja, hast du jetzt auch noch irgendwas hier? Schossentütchen, ein neues Reh? Naja. Ja. Aber nicht besonders gewesen jetzt. So, Freunde der untergehenden Sonne. In dem Moment, wo ich jetzt aufhören will, muss hier oben ein Hirschbock sein. Ja, den müssen wir noch kriegen, ja. Nein, jetzt rennt das Vieh! Wie er da stolziert und nur hoppigaloppi macht. Lauf, du bist frei. Ach, ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Nee, ist ja egal. Wir werden jetzt aufhören. War eine erfolgreiche Jagd, würde ich mal sagen. Und ja, eine ganze Menge Action. Die Karte gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und morgen werden wir mal sehen, was da alles noch so kommt auf uns zu. Morgen wird es wahrscheinlich ja, weitere News zum ATS gehen. Gucken wir mal. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr rausfindet und der neue LKW vielleicht rauskommen sollte, dann bin ich auf jeden Fall am Schlüssel und werde dann vielleicht dann abends dann noch einen Livestream machen gegen... wann sollte das anfangen, der Livestream von ATS? Von SCS? Weiß ich gar nicht. Irgendwann abends auch, ne? Ja, vielleicht werde ich dann im Anschluss da einen Livestream machen mit dem neuen LKW, falls er rauskommt. Und wenn ihr dann noch irgendwelche News rausgehört habt hier von SCS, dann könnt ihr gerne das in den Kommentaren mit reinschreiben und beim Livestream dabei sein. Und der eine oder andere hat das gehört, der andere hat das gehört. Und ja, nächstes Mal fahren wir irgendwann im ATS dann mit Trecker rum. Das kommt dann bei Stille Post dann am Schluss dann raus. Und ja, gucken wir mal, ne, was da alles so kommt. Wenn nichts Besonderes kommt, dann gibt es auch keinen Livestream. Also wir wollen auf jeden Fall was sehen. Ja, wenn nicht, muss Tütchi seine alte Schlüpper zeigen. Da haben wir auch was zu sehen. So, gut, jetzt lassen wir mal den Nachtisch und jetzt werden wir Feierabend machen. Wir sehen uns dann morgen. 17 Uhr schreibt abgefahren. Ja, so super. 17 Uhr. Hört sich gut an. Ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen gegen 19 Uhr, wenn alles gut läuft. Ich mache einen Fisch, Tütchen und Chris macht auch einen Fisch. Wir sagen haut rein, mach's gut. Bye, bye.